Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich gerade in Tel Aviv, in Neve Tzedek. Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingslocations in Tel Aviv, Stadtteile. Wunderschön. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Susan Dalal Center, wo ja der Media Summit, Media Tel Aviv Summit dieses Jahr im September stattfindet. Einige Häuser sind noch ganz alt, viele wurden schon renoviert und hier wird noch gebaut. Und da ist einfach so schön. Es ist irgendwie, als wäre man in unserem wunderschönen Dorf mitten in Tel Aviv. Ja, Neve Tzedek hat auch so kleine Häuschen, die wunderschön sind. Es gibt auch in Neve Tzedek viel Kunst an den Häusern mit so Mosaiksteinen. Und ich bin fast da beim Susan Dalal Center. Willkommen in das Susan Dalal Center. Susan Dalal Center befindet sich in Tel Aviv in der Neve Tzedek Area. Das ist eine wunderschöne Gegend hier. Hier gibt es Galerien, Kunstgalerien, ganz viele tolle Cafés, schöne Häuser. Also wenn ihr in Tel Aviv seid, müsst ihr unbedingt nach Neve Tzedek. Und mitten in Neve Tzedek befinden wir uns gerade in diesem Susan Dalal Center. Das ist ein Tanztheater. Hier gibt es auch eine Tanzakademie. Also man sieht immer in so einem kleinen Zimmerchen Menschen, Tänzerinnen trainieren für ihre Shows, Tanzshows, die hier stattfinden. Und in einer solchen Hallen oder ja, Räumlichkeiten hier in diesem Center haben wir unseren Media Summit, Media Tel Aviv Summit vom 6. bis zum 8. September 2022. Man kann sich immer noch anmelden. Und wir gucken uns gerade die Räumlichkeiten an. Wir haben jetzt so ein bisschen besprochen, was wir noch so an Technik brauchen. Also das bietet hier ganz, ganz viel. Aber natürlich müssen wir dafür sorgen, dass alles ordentlich funktioniert. Das haben wir uns heute angeguckt, auch den Ort der Veranstaltung. Ihr werdet das aber erst im September dann sehen, wie das dann aussieht. Und das ist hier draußen werden übrigens auch die Tische für Catering stehen, hier werden die Leute networken, also wir freuen uns schon sehr darauf und zeigen euch noch so ein bisschen den ganzen hier Flair der Location. Hinter mir ist ja Susan Dalal Center. Wir haben das jetzt, sind jetzt fertig mit unserem Besuch und haben euch draußen die Location ein bisschen gezeigt. Drin werdet ihr dann im September sehen, wie das dann aussieht. Das müssen wir ja natürlich erstmal schön machen beim Media Summit. Und jetzt besprechen wir noch ein paar Details und dann ab nach Hause.
So, wir sind ja fertig mit dem Termin und ich bin wieder ins Parkhaus. Und das passiert, wenn man in Eile ist und vergisst zu gucken, wo man denn genau geparkt hat. Ich versuche nämlich gerade, mein Auto zu finden. Okay, ich bin jetzt einmal runter, einmal rauf und habe endlich mein Auto gefunden. Ich fahre jetzt gerade nach Hause aus Tel Aviv und wollte euch kurz erzählen, warum Media Tel Aviv Summit für mich ein wirklich ganz besonderes Projekt ist. Und die Moral von der Geschichte ist, warum es sich lohnt, auch ganz, ganz große Ziele und Wünsche zu haben, und darauf hinzuarbeiten. Als wir nach Israel ausgewandert sind und mir klar war, dass ich auf jeden Fall im Bereich deutsch-israelische Beziehungen, Politik, Wirtschaft, Innovation etc. arbeiten möchte und was Eigenes aufbauen möchte, habe ich gedacht, es gibt in Israel keine Konferenz, deutsch-israelische Konferenz, regelmäßig stattfindet und so weiter. Und das war für mich wirklich wie so ein kleines Mädchentraum. Ich war kein kleines Mädchen, aber so vom Gefühl her war das so ein Traum. Wisst ihr, wenn man irgendwie noch, egal ob auch als Kind irgendwie träumt, mal was weiß ich, wenn man gerne singt, dann sagt, ich möchte irgendwann irgendwie ein MTV Award oder so in der Art bekommen und da auf der großen Bühne singen. So war das in etwa bei mir. Das war wirklich so eine Passion für mich, so deutsch-israelische Beziehungen und Politik, Wirtschaft etc., auch Medien, dass ich dachte, irgendwann möchte ich eine eigene deutsch-israelische Konferenz in Israel auf die Beine stellen. Und ich habe wirklich gedacht, das ist ein Traum, der irgendwie weit weg ist und der wahrscheinlich sowieso nicht wahr wird. Oder wenn überhaupt, dann irgendwann in vielen, vielen Jahren. Und ich hatte wirklich nicht gedacht damals, dass es so schnell geht und dass sich diese harte Arbeit auszahlt. Und ich habe, was auch noch wichtig ist, ich habe mit kleinen Schritten angefangen. Ich habe kleine Events in Tel Aviv veranstaltet, auch zu deutsch-israelischen oder europäisch-israelischen Beziehungen. Damals komplett quasi, ja, ehrenamtlich, coole Events, Abendevents für junge Leute organisiert. Und das war auch irgendwie die Basis, weil da habe ich auch die Erfahrung. Lieben, ich habe euch nicht zu Ende erzählt und jetzt bin ich schon wieder auf dem Weg, sogar nicht nach Tel Aviv, sondern noch weiter im Süden nach Bat Yam. Und bin abends ist wieder Stau. Nicht nach Tel Aviv, sondern aus Tel Aviv Richtung Süden. Und jetzt bin ich gerade mitten in Tel Aviv und versuche nach Bat Yam zu kommen. Hier ist noch ein bisschen Stau. Ich wollte das kurz abschließen. Was ich mit meiner Geschichte sagen wollte, wie ich eben davon geträumt habe, diese große deutsch-israelische Konferenz auf die Beine zu stellen und es wirklich wahr geworden ist, will ich euch mitgeben, wie wichtig es ist, dass man Träume hat, dass man Wünsche hat, egal wie verrückt sie in dem Moment scheinen. Träumt weiter, habt weiter Wünsche, Visionen, was ihr bewirken wollt. Im Endeffekt wollen wir alle irgendwas bewirken, was in unserem Interesse liegt, was in unseren Fähigkeiten liegt. Und das ist das, was ich euch mitgeben wollte. Es ist super aufregend, dass es wir zum zweiten Mal Susanne Glas und ich
ja, diesen Media Tel Aviv Summit organisieren und initiieren, zusammen mit dem World Jewish Congress und dieses Jahr. Und ja, es ist super aufregend für mich. Wir haben ganz tolles Programm, 3 Tage geplant in Tel Aviv. Ja, die Location habt ihr gesehen. Warum fahre ich eigentlich jetzt schon wieder nach Tel Aviv bzw. Bet Yam? Ja, ich bin es ungewohnt. Ich habe mal wieder Locken gemacht. Ihr merkt, ich bin die ganze Zeit mit den Haaren beschäftigt. Ich habe ja letztes Jahr die so Dauer geglättet, deswegen sind es noch die Enden. Ja, oder ein bisschen länger her, ungefähr ein Jahr. Die Enden sind, ich habe sie abgeschnitten, die Haare, und ja, sind noch nicht ganz rausgewachsen. Aber das, was schon rausgewachsen ist, das sind schon meine Naturlocken. Anyway. Warum fahre ich nach Tel Aviv? Das erzähle ich euch gleich. Nach Bet Yam, Entschuldigung. Warum fahre ich nach Bet Yam? Erzähle ich euch gleich. So, ihr Lieben, jetzt muss ich euch erzählen, warum ich in Bet Yam bin und was ich hier mache. Meine Familie, die aus der Ukraine geflohen ist, wohnen jetzt in Cholon und Bet Yam. Und mein Onkel, der ja 7000 Menschen aus Dnipro evakuiert hat, hatte eine große jüdische Organisation in der Ukraine, und jetzt hat er in Israel die Organisation wieder aufgebaut, und heute ist die Eröffnungsparty quasi für sein erstes Büro hier in Bet Yam. Und ich bin auf dem Weg zu der Eröffnungsparty und habe Wein als Eröffnungsgeschenk. So, das sind jetzt die Räumlichkeiten, die müssen noch, wie ihr seht, komplett noch renoviert und aufgebaut werden, aber so sieht das jetzt aus von hier auf der Party. Ja, das Logo haben wir schon aufgebaut und der Rest kommt noch. So, jetzt holen wir uns mal was zu essen. So, das sieht schon mal gut aus. Es gibt Sushi. Мы открываем офис СТЛ Израиль в особенный день. Вы знаете, что Шиурей Тура вообще этим славится. Например, день рождения. У нас свободное время заканчивается, теперь мы переходим к программе. Сделайте вид, вот там все, Женя, все сюда, посмотрите сюда, пожалуйста, там тех позовите. Vielleicht habt ihr schon meinen Onkel in dem einen oder anderen Foto gesehen.
Er ist derjenige, der 7000 Jüdinnen und Juden aus der Ukraine gerettet hat und teilweise nach Deutschland, teilweise nach Israel gebracht hat. Und jetzt hat er hier in Israel, in Bat Yam, ein neues jüdisches Zentrum für ukrainische Flüchtlinge aufgebaut und eröffnet. Und heute war die Eröffnungsfeier. Und ja, jetzt bin ich bei ihm hier. Und er wollte euch noch ein paar Worte auch sagen. I want to appreciate it from my heart, because you helped us save Ukrainian Jews, save our community. Now we move to Eretz Israel, we move to the Israel, and today you see we already have our center, we start our new life and in Eretz Israel, and you made great impact for the Jewish community of Ukraine. So thank you very, very much. Says in the Torah, we save one life, save all the world. So you save us, save all the world. We appreciate it.